Hallo und herzlich willkommen in Offenhausen. Heute feiern wir den sogenannten Hirtensonntag und deshalb spielt dieses Tier eine besondere Rolle. Es ist ein kleines, kuscheliges Schaf und ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht, aber ich mag diesen Vergleich eigentlich nicht so. Er ist oft negativ behaftet, wenn jemand sagt, du Schaf, ist das selten gut gemeint oder liebevoll oder irgendwie positiv. Aber heute ist das anders. Heute geht es um den guten Hirten. Und es mag sein, dass dieses Bild vielleicht inzwischen ein bisschen häufig benutzt, abgedroschen, haben wir schon gehört, Psalm 23, ich weiß Bescheid. Aber das hat nichts nur mit einem guten Hirten zu tun, der sich um eine romantisch schöne Weide und seine Herde drauf kümmert, sondern das hat mit uns allen zu tun. Und der Vers aus dem Predigttext von heute, der mich am meisten bewegt hat, ist folgender. Gott sagt zu uns, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und ich glaube, wir wissen alle, dass es auch in unserer Zeit, vielleicht gerade in unserer Zeit, viele Menschen gibt, die verloren sind oder die nicht wissen, wo ihr Weg sie hinführt, die nicht wissen, was ihre nächsten Schritte sein sollen. Es gibt viele Menschen mit offenen oder mit unbekannten Wunden, die man nicht sieht. Und viele Menschen, die jemand brauchen, der an sie denkt. Und nicht nur an sie denkt, sondern auch sich um sie kümmert, der verbinden kann und wiederfinden kann und ein Gemeinschaftsgefühl schenken kann. Und das feiern wir heute, denn dieser jemand ist Gott. Das glaube ich ganz bestimmt. Gesegnet und bleibt behütet. Das wünschen euch eure Ann-Sophie und euer Martin, Pfarrer in Offenhausen.